sind wir denn schon live? Ich hoffe doch. Wir sind zu Gast an der Grafenberger Allee in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Und wenn ich in der Wir-Form spreche, dann geht es um zwei honorige Herren, zu meiner Linken und zu meiner Rechten. Prinz Leopold von Bayern, herzlich willkommen. Danke, ja. Und Marc Hessel, ebenso Hallo. Herzlich willkommen. Jetzt wird der ein oder andere sich aber fragen, was machen die beiden denn in einem Bild? Da liegen zwei Helme auf dem Tisch, Grafenberger Allee 100, das ist doch nochmal der Teamsitz von... Jetzt müsst ihr beiden mir weiterhelfen. Ich gebe das Wort. Wir sind bei 2.0 Automotive. Poldi ist ganz neu hier und bei mir ist es jetzt dann das fünfte Jahr. Also insofern nicht mehr eine große Neuigkeit. Das fünfte Dienstjahr 2018 hat die Reise für dich begonnen mit einem BMW M3 E30, gemeinsam mit Christian Menzel. Ja. Nun ist der Motorsport, das werden Sie später zu bestätigen wissen, ja nun eine Tätigkeit, eine Fakultät, in der die Fluktuation ein ständiger Begleiter ist. Was bindet jemanden wie dich 5 Jahre an dasselbe Team? Was sind die Gründe dafür? Na gut, entstanden ist das einmal durch die Gelegenheit, einen wunderschönen Original M3 hier fahren zu können. Und aus dieser Gelegenheit ist eine freundschaftliche Verbundenheit, eine familiäre Freundschaft geworden und eine Partnerschaft, die über das Sportliche und Berufliche mittlerweile auch weit hinausgeht. Leopold von Bayern, Sie sind zum ersten Mal heute, glaube ich, hier am Teamsitz in Düsseldorf. Sie haben schon viele Profi-Rennställe gesehen seit den 80er Jahren, sind für viele berühmte Mannschaften gefahren. Was war denn so Ihr allererster Eindruck, als Sie hier reinkamen? Also in erster Linie muss ich sagen, also bin ich dankbar für die Einladung hierher. Wie gesagt, Düsseldorf war ich schon länger nicht mehr. Meine Frau kommt aus Velbert, so ist mir das etwas vertraut. Und natürlich der erste Eindruck war, wie sauber alles ist, wie professionell das alles gemacht wird. Und wenn man das Auto anschaut, was wir beide dann fahren werden dieses Jahr, ist einfach, das stimmt halt alles. Und ich finde, man sieht immer sehr, sehr gut, ob ein Team, was die Qualität hat und die Quantität und so weiter. Und da sieht man eben einfach, dass dieses Team professionell ist. Und das ist ganz wichtig für die Rennen, damit man weiß, dass man ein Auto hat, was mit dem man zu Ende fahren kann und perfekt vorbereitet ist. Und das habe ich, habe Sebastian schon ein paar Mal gesehen, wie ich auch in der Serie mitgefahren bin letztes Jahr und vor 2 Jahren, und bin eigentlich sehr glücklich drüber, weil das einfach schon mit einem Partner, mit dem ich schon lange befreundet bin, mit Marc Hessel, und sein Sohn ist mein Patenkind. Also es war auch mein Wunsch, wenn wir fahren, dann würde ich gerne mit ihm fahren. Und das Tolle ist daran, dass wir einen bayerischen Fahrer haben, und das ist ganz wichtig für mich. Sehr, sehr schön. Ihr beiden bildet ein Team bei der DTM Classic mit einem Auto, das so ganz bayerisch gar nicht klingt. Ne? De Schmal. Bayerisch ist das nicht, Marc. Was verbirgt sich dahinter? Na gut, die Begrifflichkeit Schmal kommt natürlich aus dem Rheinland. Dahinter verbirgt sich eine ganz bemerkenswerte Geschichte. Es hat einen tatsächlich schmalen M3 gegeben, und zwar als werkseitiges Versuchsprojekt bei ProDrive umgesetzt in England. Wir haben also ein Auto mit einer kompletten M3-Technik, aber mit der schmalen Karosse, wie man sie vom 318 IS oder vom 320 IS respektive 325 kennt. So ein Auto bietet ja große aerodynamische Vorteile, weil es weniger Stirnfläche hat. Aber Sie beide, sind sich schon bewusst, auf der Avus mit der langen Geraden wird dies ja nicht mehr gefahren, ne? Also nicht, dass ich wüsste. Es war ja, glaube ich, gerade eine Jahresfeier auf der Avus. Wie lange? Ich glaube, 50 Jahre Feier oder sowas auf der Avus. Und da war ich auch eingeladen. Ich glaube sogar 100. Bitte? Ich glaube sogar 100. 100? Oh Gott, so schnell geht die Zeit auch. Das ist immer einmal 50 Jahre vergessen. Nein, aber die Avus wird nicht mehr gefahren. Das hat auch verschiedene andere Gründe. Aber es war immer für mich etwas Besonderes. Ich weiß auch damals, wie die Mauer noch nicht gefallen war. Das war immer daher zu kommen auf die Avus, und das Team musste durch den Osten durchfahren und hat mir gewisse Probleme bereitet. Aber es war eben eine Strecke, reine Geschwindigkeitsstrecke, keine fahrerische Strecke, aber ich weiß noch, wie wir da gefahren sind und der Harald Groß und hinter mir war, und dann ist er mir vorbei im Windschatten und hat immer die Leute angeschoben von hinten. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja gar keine schlechte Idee. Da kam er mal im Training, war dann, hat er irgendwie ein Problem gehabt und war weiter hinten,
Und plötzlich hat er mit einem Kollegen vorne gesagt, du, da werde ich jetzt mal dich anschubsen, dann dreht er ein paar Umdrehungen mehr und wir sind schneller. Und da kam der wie so ein D-Zug da an und haben uns dann die nächsten Jahre immer angeschubst. Und es hat dann die Beobachtung von den Streckenposten hat es weitergemeldet und es wurde dann verboten. Aber die Arbus war schon auch früher eine legendäre Rennstrecke, wo viele, viele bekannte Rennfahrer gefahren sind. Und ja, schade, es gibt es nicht mehr, aber es ist halt so, es kann man nicht in die heutige Zeit weiter transportieren, aber ich habe schöne Erinnerungen an die Arbus. Es ist ja wirklich schön, dass berühmte Rennfahrer wie ihr beiden die Erinnerung dieser Zeit transportiert und Geschichten zu erzählen habt. Und der Zufall will es ja, dass in wenigen Wochen, 20. 21. Mai, die Saison der DTM Klassik in der Nähe der Arbus beginnt, nämlich auf dem Lausitzring. Da war der Schmal im vergangenen Jahr ja schon mal für kurze Zeit. Du schaust ein bisschen ernst, wenn es um dieses Wochenende geht. Trotzdem habt ihr ja ein bisschen Datenmaterial gesammelt. Ne? Mit welcher Voraussetzung geht ihr dieses Jahr in den Lausitzring zum Saisonstart? Also zum einen muss ich noch mal einhaken, ganz kurz, was du eben gesagt hast mit dem Luftwiderstand. Wir sind in der Tat schlechter als in aktueller, also als der M3, der spätere, etwas breitere M3. Mhm. Der M3 hat ja auf der Heckscheibe diese Brille aufgesetzt bekommen, mit dem die Heckscheibe etwas schräger steht und der CV-Wert, der eigentliche, ist beim M3 dadurch günstiger. Also es ist eigentlich eher ein kleiner Nachteil für uns. Nichtsdestotrotz ist Lausitz eine Strecke, die uns und auch mir immer gelegen hat. Auch jetzt die Thematik mit dem Turn 1 ist etwas, was ich sehr spannend finde und was ich auch toll finde, dass da in der DTM Merkmale herausgearbeitet werden, die Alleinstellungsmerkmale sind, die einer Strecke auch was ganz Besonderes oder im gesamten Event etwas ganz Besonderes geben. Also insofern freue ich mich da auch sehr drauf. Wir sind da immer gut zurechtgekommen. Wir können allerdings jetzt in diesem Jahr nicht viele Rückschlüsse daraus ziehen, weil wir sind letztes Jahr, wenn du dich erinnerst, nicht nur mit dem schmalen Auto, sondern auch mit ganz schmalen Rädern noch gefahren, ja. Und mit kleinen Rädern, sind dann ja in Zolder das letzte Mal so unterwegs gewesen in der Konfiguration, haben dann für den Nürburgring umgebaut. Deswegen letztes Jahr war sehr stark ein Entwicklungsjahr auch nochmal für das Auto, weil da einfach auch nicht so viel Daten tradiert sind, muss man ja heute schon fast sagen, wie bei einem herkömmlichen M3. Und so, insofern mussten wir uns sehr viel erarbeiten. Daher leider nicht so viel Rückgriff auf die Lausitz, aber ich glaube, wir sind trotzdem sehr gut sortiert dafür. Ich kann mich, was Sie betrifft, an das Jahr 2018 erinnern. Da waren Sie am Lausitzring schon mal dabei, bei der Vorläufer-Rennserie der heutigen DTM Klassik. Die hat damals Tourenwagen Classics geheißen. Mit Ihrem alten DTM-Einsatzauto der Saison 89, der berühmte Signal BMW M3 E30. Das Rennen war aber auch damals, glaube ich, nicht von so ganz viel Fortune gekrönt. Ich kann mich da an so eine Energiekrise erinnern. Was ist damals da passiert? Weiß ich gar nicht, was jetzt damit passiert. Es war ein Stromausfall. Ja, also ich meine, es ist natürlich auch immer mit viel Glück verbunden, wenn man an den Start geht. Und für mich ist eigentlich mehr die Richtung, dass ich einfach Spaß haben möchte. Ich muss niemandem mehr was beweisen, wie schnell ich bin oder wie schnell ich war. Und ich glaube, viel wichtiger ist, dass man dem Besitzer dieses oder dem Teambesitzer dieses Auto immer wieder zurückbringt und es ist nichts passiert. Aber da gibt es halt so ein paar Freunde von mir, die da mitfahren und da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich tue mich dann aus dem Infight raushalten und sage mir einfach, ich möchte Spaß haben, so ein schönes Auto zu fahren und ich weiß, wie viel Arbeit und Liebe in diesem Auto steckt und ich glaube, ich mache keinen Gefallen dem Teamchef, wenn ich das Auto verbeult und ich weiß, ich überdrehe den Motor. Also ich habe immer das Auto oder versucht immer das Auto heil zurückzubringen und das ist auch so, wie ich es dieses Jahr sehe. Ich fahre ja nur in Anführungsstrichen 4 Rennen. Das hat der Donner & Reuschel, also mein Sponsor, herausgepickt. Er sagt, wir fahren also Nürburgring, wir fahren Hockenheimring, AGP und Francorchamps. Und diese 4 Rennen fahren wir und der Marc fährt ja mehr Rennen in der Serie. Aber die wollen einfach die wichtigen Rennstrecken fahren, wo auch viel Publikum ist und wo auch sich der Sponsor, seine Bank, die also dann eben Aufmerksamkeit produzieren durch die Aufschrift auf dem Auto. Und
Die waren letztes Jahr schon bei mir dabei und dieses Jahr sind sie wieder dabei und das freut mich ganz besonders. Es war nicht leicht in diesem Jahr mit dieser ganzen Problematik mit Ukraine und Russland und mit der Pandemie überhaupt einen Sponsor zu finden, weil viele haben auch in Russland produziert und ist dann aber nicht mehr weiter, konnten sie produzieren, weil es eben dann diese Auflagen gab und das ist schwer, jemanden zu finden, aber ich hoffe, dass ich, also ich habe zumindest für diese vier Rennen haben wir das Geld zusammen, aber es ist ganz einfach war es auch nicht. Also war schon ein Rennen, bevor die Saison überhaupt begonnen hat, in einem Umfeld, Marc, das ja sehr professionell ist. Die DTM Classic ist qua ihrer Definition eine sehr professionelle, sehr attraktive Bühne, in der ihr entsprechend erfolgsorientiert an den Start geht. Vergangenes Jahr in Assen hast du eine Aufholjagd hingelegt, die fast zu einem Gesamtsieg geführt hätte, von einem ganz hinteren Startplatz kommend. Deine Motivation und Fokussierung in diesem Jahr? Siegen. Danke. Nein, wenn ich es also noch ein bisschen genauer ausführe, wir müssen halt schauen, dass wir mit dem Auto, mit der Entwicklung, die wir auch technisch gemacht haben, mehr Kontinuität da reinbringen. Und die Motivation ist auf jeden Fall, in der Klasse mit vorne zu fahren. Vielleicht haben wir auch die glückliche Situation, es hängt ja auch oft sehr stark von Rennumständen ab, weil wir ja auch antreten gegen, ich sag mal, Klasse 1 Fahrzeuge, die ja von Haus aus viel, viel stärker sind als unser Auto, bei denen wir unter normalen Umständen eigentlich keine Chance haben, da dran oder dahin zu fahren. Aber es gibt halt immer wieder verrückte Rennen, wie auch letztes Jahr am Nürburgring, wo dann plötzlich beim Abbruch ich ganz vorne stand und wo es dann zu einem Restart kam. Und solche Möglichkeiten, die wollen wir natürlich auch nutzen können, dass wir immer in der Situation sind, dass wir direkt dann da sind, wenn es so eine Möglichkeit gibt. Aber grundsätzlich muss man sagen, mehr Kontinuität, die ganze Saison durchfahren, gute Ergebnisse über die gesamte Saison zu erzielen. Und ich glaube, das sollte einfach auch Ziel sein, auch im Sinne von dir, Poldi, denke ich, dass wir sagen, wir haben eine saubere Geschichte, die wir dort abliefern, dem gesamten Auftritt entsprechend, die dann auch 2.0 Automotive gerecht wird. Ja, ich finde ja auch gut, dass wir dieses Jahr eine andere Regelung ist, dass am Samstag Qualifying ist und Samstag ein Rennen und am Sonntag ist Qualifying und Sonntag ist ein Rennen. Wir tun uns immer absprechen, wer am Samstag fährt, wer am Sonntag fährt. Ich finde es besser so, als wenn man dann das Auto übergibt, dann will jeder beweisen, wer schneller und so kann jeder seinen eigenen Stil fahren. Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Regelung so. Absolut. Marc, du hast es gerade schon angesprochen, das Feld der DTM Classic ist keine klassenlose Gesellschaft, sondern das ist eine mit einer Klassenunterteilung. Durchaus auch ein bisschen ambivalent, da sind Klasse 1 Autos dabei, die deutlich mehr Motorleistung haben, die allerdings auch technisch ein bisschen komplexer und damit anfälliger sind. Euer BMW bewegt sich leistungsmäßig so im Mittelfeld. Lässt sich das genau sagen, was der Motor, zumindest ein sehr hübsches Detail, der Ventildeckel ist in bayerisch blau gehalten, aber gibt es da auch ein paar Leistungsdaten dazu? Mit wie viel Motorleistung geht ihr mit dieser schmalen Karosse an den Start? Also damals als Werksfahrer durften wir nur sagen 300 PS, Punkt. Das war 1987, damals warst du BMW Junior bei Zaxfeed. Das ist jetzt ein paar Jahre her, darfst du jetzt offen reden? Na, wir haben knapp ein bisschen mehr. Knapp ein bisschen, ja, also 302, 303. Aber ich muss auch da an der Stelle nochmal kurz einhaken. Also ich meine, die klar, Klasse 1 Autos sind technisch komplex, aber auch unsere Autos, auch wenn die vom Auftritt her und von der Silhouette her sehr seriennah sind doch relativ komplexe Fahrzeuge. Ich glaube, da hat sich schon der ein oder andere vertan und das unterschätzt, der auch in diesem Bereich einsteigen wollte und dort gedacht hat, dass er auf einen Schlag konkurrenzfähig ist. Deswegen auch eben, was ich sagte, letztes Jahr haben wir uns dahin entwickeln müssen mit dem Auto und ich glaube, dass wir aber trotzdem das unter speziellen Umständen dann einfacher oder besser zu fahrende Auto haben. Ich sage mal, der Klasse 1, wenn ich da auf Slicks, auf einer feuchten Straße unterwegs bin, dann mache ich mit dem Auto nicht mehr sehr viel. Da ist unser Auto aber noch immer sehr beweglich und gut fahrbar. Und das ist natürlich dann ein Vorteil, den wir bei besonderen Umständen, wenn ein Schauer niedergeht oder sowas, Wetteränderung passiert, die wir dann einfach sehr gut ausspielen können.
Da bringen Sie doch eigentlich sehr viel Erfahrung mit. Ne? Ende der 90er Jahre in der Supertourenwagenmeisterschaft mit dem Jägermeister BMW 320i. Das waren ja so in etwa diese Leistungsdaten. Ne? Heckantrieb, ja. 285, 300 PS. Sind das Erfahrungswerte, die Sie heute auch noch einbringen können, dass man möglichst wenig Reibung hat, möglichst viel Effizienz an den Tag legt? Also es ist ja so, dass ich das Auto noch nie gefahren habe. Und für mich ist es einfach Neuland. Ich muss mich in das Auto erstmal vertraut machen und schauen, wie das Auto reagiert. Jedes Auto reagiert anders und ich kann dann höchstens mal nach dem zweiten Rennen sagen, wie ich mit dem Auto zurechtkomme. Aber es ist ein Auto, was, glaube ich, auch meiner Ansicht nach Fehler verzeiht, was bei manchen Autos nicht der Fall ist. Und dass man halt dann auch korrigieren kann. Und ja, ich kann nur sagen, ich freue mich auf die Zusammenarbeit und besonders mit Marc zusammen. Wir sind ja auch nicht weit voneinander auseinander, wo wir wohnen, in Bayern. Mhm. Und ich freue mich wirklich auf diese Saison und wir werden unser Bestes, also ich werde mein Bestes geben und werde eben viel mit dem Marc zusammenarbeiten, weil er das Auto schon viel länger kennt als ich. Also ich muss mich erstmal mit dem Auto anfreunden und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Marc, ist das so, verzeiht der Schmal Fehler? Ich kann mich an so ein Zwiegespräch erinnern in Zolder im vergangenen Jahr. Da waren die Räder noch ein bisschen schmaler, als sie jetzt sind. Und dann hast du ein wunderhübsches Eigenschaftswort geprägt. Bitchy. Hat das Auto das abgelegt inzwischen? Ja, ja. Wir haben natürlich im Rahmen der Entwicklung verschiedene Fenster ausgelotet und sind da auch in dem einen oder anderen Extrem durchaus unterwegs gewesen. Das hat man dem Auto nicht immer von außen so angesehen, weil ich das zum Teil beim Fahren überspielen konnte, zum Teil aber eben halt auch nicht. Siehe Nürburgring, wo ich in Führung liegend dann einen Dreher aus heiterem Himmel hatte, der sicherlich auch ein Stück weit dem Fahrwerk, so das Setup geschuldet war. Das waren eben jetzt auch Learnings, die aber für dieses Jahr auch gut eingeflossen sind. Insofern, das Auto wird gut fahrbar sein, aber eben halt auch nicht nur vom Fahrwerk her, sondern auch von der Motorfahrbarkeit. Wir haben sehr viel Wert auf Drehmoment gelegt. Also schon ein Auto, mit dem man auf verschiedensten Anfordernissen immer gut aufgestellt ist. Gerade sind ja schon mal ein paar Rennstreckennamen gefallen, speziell Ihre vier Einsätze in diesem Jahr. Da ist der Nürburgring dabei, bayerisches Heimspiel für Sie beide. Lieblingsrennstrecken dabei oder gibt es für Sie die absolute Lieblingsrennstrecke? Ist die vielleicht sogar im Kalender? Nee, ja, aber meine Lieblingsstrecke ist wirklich der Nürburgring und im Kalender ist eben UGP, Oldtimer Grand Prix, wo ich mich sehr drauf freue, aber es ist halt... Die Nordschleife ist schon was Besonderes für Auto und für den Fahrer, viel Anspruch und habe ich viele Jahre eben gefahren in Nordschleife in verschiedenen Kategorien von Autos und ist für mich einfach die schönste und schwierigste Strecke der Welt. Und aber die Grand Prix-Strecke ist auch was Besonderes, weil einfach meine Liebe zum Nürburgring schon lange geprägt sind und wurde. Und da freue ich mich sehr und natürlich fokussiere ich mich auf Nürburgring, weil das ist ja nun, da bin ich glaube ich jetzt 40 Jahre lang gefahren am Nürburgring mit allen möglichen Autos und ich weiß noch, da bin ich mal mit dem M1 gefahren und da Franz Josef Strauß kam ja immer, unser Ministerpräsident, zum Rennen zum Nürburgring und ich hatte dann im M1, habe ich dann den dritten Platz belegt und dann wurde er aufgefordert, dem Sieger eben den Pokal zu also, nein, das mache ich nicht. Ich werde meinem Prinzen den Pokal überreichen. Und das fand ich so nett. Das sind so nette Erinnerungsgeschichten mit dem Franz Josef Strauß, was mich verbindet. Und wir haben auch eine Freundschaft gehabt durch meinen Vater, der war in der Politik. Aber Nürburgring ist schon, da bin ich viele Jahre gefahren, da habe ich auch einige Fans dort und die freuen sich, sagen, voll die Gas und so. Aber es ist eine Strecke, die in der Stadt ist und auch an einem ganz besonderen Platz. Wo früher eben in der Zeit des Krieges da Parteireden gehalten worden sind, ich will jetzt nicht sagen, wer das alles war. Aber wie gesagt, es ist eine besondere Strecke. Hat auch, glaube ich, damals eine der ersten Strecken, die man in einer Stadt fahren konnte. Und deswegen war das für mich
habe ich auch tolle Erinnerungen an den Norrisring. Und da freue ich mich, das ist mein erster Einsatz, den ich fahren werde, Norrisring. Da freue ich mich ganz besonders und es wird bestimmt was, wir werden das dann schon da irgendwie verteidigen können gegenüber der Konkurrenz. Da bin ich überzeugt von. Marc, was den Norrisring betrifft, da hast du ja auch eine Episode zu bieten. Ne? Die geht zurück auf das Jahr 1987. Da gab es eine wirklich berühmte Aufholjagd mit einer eingetretenen Tür, aber da hatte keiner reingetreten. Da hatte sich der eigene Teamkollege verewigt. Was ist damals passiert? Ich bin 87 DTM aus der ersten Reihe losgefahren und habe dann beim Einlenken in die erste Kurve einen Schubser von meinem Teamkollegen und Freund Erik bekommen. Das war die eingetretene Tür. Ich stand dann aber so blöd, dass ich erst rangieren konnte, als das ganze Feld schon durch war, und bin allen hinterhergefahren und habe es aber dann geschafft, sogar noch bis auf P2 vorzufahren. Und das war, jetzt müssen wir es mal auflösen, damals ein rein Bonner Siegerpodium, sogar aus derselben Straße, kommend. Der Sieger Olaf Mantei, Adresse Pützchens Chaussee Bonn, Marc Hessel, junger Architekturstudent und BMW Junior, ebenfalls Pützchens Chaussee in Bonn. Ich meine, so ganz bayerisch klingst du ja auch nicht. Was hat dich denn zum Bayern gemacht? Du bist, glaube ich, ein Zugereister, stimmt's? Ich bin ein Zugereister, ja, aber ihr habt ja schon gehört, ich werde als, was mich ja sehr ehrt, als Münchner oder Bayer auch mittlerweile bezeichnet. Ja, ich bin auch schon jetzt seit 23 Jahren im Münchner Süden und das ist mein Zuhause. Und ja, hingekommen bin ich dort durch BMW, durch meine Frau, die damals Sicherheitsfahrzeuge bei BMW mitverantwortet hat. Wir haben uns in Miramas auf dem BMW-Testgelände kennengelernt und so hat es mich dann nach München verschlagen zuerst und dann war der Poldi schuld, dass wir an den Starnberger See gekommen sind. Ach, das ist so eine sehr pittoreske Ecke. Also ja, ich fühle mich so wohl. Gute Wahl, ne? Ich habe ja gerade schon die Frage nach der Lieblingsstrecke gestellt. Wie sieht das bei dir aus, Marc? Ist der Norrisring auch durch diese Aufholjagd 87 zu so einer Lieblingsrennstrecke geworden? Ist ja ansonsten eine etwas harte Kiste. Ne? Die Betonmauern sind sehr nah. Konditionell ist das ein Stiefel, weil man sehr hart runterbremst, das sehr auf die Brust geht und da viele Kräfte auftreten. Ist Norrisring so eine heikle Sache, eine Hassliebe? Oder ist das auch eine Lieblingsstrecke? Also erstmal muss ich sagen, ich freue mich total auf Spa-Francorchamps. Da bin ich jetzt schon lange nicht gefahren. Auch wenn wir mit einem Auto unterwegs sind, wo man natürlich nach Eau Rouge gerne noch 100 PS mehr hätte, den ganzen Berg hoch. Aber der Rest der Strecke, da freue ich mich wirklich drauf. Aber ich bin auch immer ein großer Fan von Straßenkursen und auch, leider gibt es ja keine Flugplatzrennen mehr, aber eben von improvisierten Rennstrecken gewesen und bin sau gerne Macau, Monaco und eben halt auch Norrisring gefahren und Norrisring damals tolles Erlebnis gehabt, eben mit der DTM. Formel 3 habe ich Norrisring auch nochmal gewinnen können, also war immer eine Strecke, die auch, wie sagt man so schön, gut zu mir war und insofern absolut positiv, da freue ich mich auch drauf. Vorhin war von den Spielgefährten die Rede, die im Feld der DTM Classic in diesem Jahr auch mitfahren. Wollen wir da mal ein paar Namen nennen, wer da so am Start steht, mit wem ihr euch so raufen und balgen werdet? In unserer Klasse oder was? Ja, im Allgemeinen. Allgemein, ja, da gibt es einen, der heißt Harald Groß. Oh. ich weiß nicht, wer fährt da noch alles mit? Ich hab mich da ja, der Chris ist wohl dann der bei Chris. Uns dabei und... Also wenn so ja, wir sind selber noch nicht so ganz auf dem aktuellen Stand, wer jetzt letzten Endes wirklich komplett eingeschrieben ist, aber wir lassen uns da gerne überraschen. Naja, da findet sich ja wahrscheinlich auch vieles noch auf den letzten Metern. Ne? Wo wir bei den letzten Metern sind, auch in unserem Gespräch hier, wie bereitet ihr euch denn jetzt so in der finalen Phase vor dem Saisonstart auf selbigen vor? Geht ihr nochmal testen oder was habt ihr vor? Also Test ist auf jeden Fall angedacht. Ich bin morgen nochmal in einem anderen Auto unterwegs, um mich ein bisschen aufzuwärmen. Und ja, ansonsten nach wie vor Konditionstraining. Ich laufe sehr, sehr viel. Also laufe so mittlerweile um die 1000 Kilometer im Jahr. Und ein bisschen Fahrrad dazu, ein bisschen Berge. So dass ich, also ich muss sagen, mich hält der Motorsport fit und jung. Ich glaube, mit 25 war ich nicht ganz so fit wie heute. Muss man auch sein, ist fit. Motorsport hält fit jünger. Und jung. Kann man das bestätigen? Ja, also ist das von Jungbrunnen? Ja, also auf jeden Fall, weil man sich natürlich auch weiß, dass wenn man Rennen fährt, dann kann man nicht über die Stränge schlagen und mal abends da zu einem Saufgelager gehen oder so oder rauchen tut oder so, wie auch immer. Das mache ich sowieso nicht, weil ich
bin ja auch nicht mehr gerade der Jüngste, aber ich möchte dann auch noch beweisen, dass man auch im etwas höheren Alter immer noch mitfahren kann. Aber es wird dann immer schwieriger, die gleiche Kondition zu erreichen vom Jahr davor. Man muss immer wieder ein bisschen mehr tun. Aber ich habe mir jetzt so einen Gymraum bei mir zu Hause eingerichtet, in meinem Garagenhaus. Und da bin ich, soweit ich immer die Zeit dafür habe, drin und radeln tue ich ungern. Aber da habe ich so ein Rad, wo ich da drauf sitze und dann halt meine 25 Kilometer fahre und dann Krafttraining und dann Stepper habe ich. Und gewisse Grundfitness muss man haben und die wird natürlich immer besser, soweit man jetzt in die Rennen einsteigt. Und ich habe ja noch ein bisschen Zeit, aber ich habe halt eben noch vieles anderes zu tun. Es ist ja nicht nur, dass ich mich auf die Rennerei konzentrieren muss. Ich bin ja Markenbotschafter bei BMW, ich habe eine eigene Firma, um die ich mich kümmern muss. Ich repräsentiere das Haus meiner Familie. Das sind alles so viele Einsätze, die dann so, meine Frau beschwert sich immer im Jahr, dass ich so 120 Tage weg bin und fahre eben heute Abend zurück, fahre zum Hockenheimring, da habe ich dann einen Auftritt mit dem 3 Liter CSL Bandmobil, wo wir einen Club gegründet haben, Royal Bobsled Automobilclub. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Nachhaltigkeit, und wollen einfach zeigen, dass man auch mit einem alten Auto mit Biosprit fahren kann, ohne dass es Verluste von Motorleistung empfindet. Und da sind wir eben dabei und da steige ich in den CSL und da nächstes dann wieder, fahre ich wieder ein anderes Auto. Also ich bin schon schwer beschäftigt, meine Frau beschwert sich schon, also du musst ein bisschen langsamer machen und am Montag muss ich nach Hamburg fliegen für einen Tag. Dann treffe ich dann eben den Ole von Beuys, der auch in dieser Nachhaltigkeit drin ist und mit dem besprechen wir ein paar Sachen. Und ja, so ist es eine bunte Sache, aber besonders freue ich mich also mit Marc, dass wir endlich mal geschafft haben, wieder zusammen. Ich glaube, das haben wir schon ziemlich lange auf der Agenda stehen gehabt. Ja, ich habe gesagt, wenn, dann fahre ich mit dem Marc. Weil wir kennen uns gut, wir haben die gleiche Chemie und wir haben einfach auch, wir müssen beide, ich muss ihm nichts beweisen. Und ich finde ganz gut, dass man eben getrennt fährt. Weil es ist immer so, wenn du dann, sag mal, der Schnellere bist, was der Marc sicherlich ist, und dann übergibt er mir das Auto und wir fallen zurück, das ist eben ein bisschen schwierig, aber deswegen finde ich die zwei Rennen, getrennte Rennen, viel besser. Da kann er selber seine Zeiten fahren und seine Qualität ausspielen und muss dann nicht sagen, boah, jetzt ist der Poldi aber nicht so schnell wie ich und jetzt fallen wir wieder ein paar Plätze zurück. Und ich glaube, das nimmt einem den Druck weg. Absolut. Und das ist ja, glaube ich, auch die Grundidee, dass sich alle wohlfühlen können in diesem Feld, trotz manchmal auch unterschiedlicher Voraussetzungen. Und vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass am Jahresende ein schöner Pokal für die Gattin dabei rausspringt. Dann ist die vielleicht auch wieder besänftigt. Dann kommt zu den 100. Pokalen noch ein 101. dazu. Na, ich habe ja letztes Jahr einen 3. gemacht in meiner Klasse. Immerhin. Weil ich zu meiner Frau gesagt, ja, machst du nächstes Jahr wieder, weil das ist ja natürlich. Hey, ist ja klar, ich habe 9 Enkelkinder und 4 Kinder und meine Frau, die ist natürlich ängstlich, weil ich ja immer, nicht immer, aber ein paar Mal schon schwere Unfälle gehabt habe, ihr nicht die Wahrheit erzählt habe. Und dann, ich hatte mal einen ziemlichen Austritt da in Kialami, wo ich mit dem Manfred Winkelhock gefahren bin und habe das dann übernommen. Dann ist mir bei dem Prototyp die Hinterachse abgebrochen, bin dann so mit 170 in die Mauer reingeknallt, so schräg, hast nur kurz gekracht, dann war ich 2 Zentimeter geschrumpft und es wurde dann nie mehr wieder aufgeholt. Und dann habe ich meine Frau angerufen und gesagt, ja, es war nichts passiert, so der Motor kaputt gegangen. Und dann musste ich immer heimlich meine Hosen alle kürzen, weil die waren alle zu lang. Und dann habe ich eine Schneiderin und habe gesagt, weh, wenn du meiner Frau das erzählst, was wir jetzt hier machen. Und dann habe ich immer so peu à peu die Hosen gebracht und dann wurden sie gekürzt. Dann rief ein Journalist an und sagte, sagen Sie mal, wie geht's denn Ihrem Mann? Ja, dem geht's so wunderbar, Gott sei Dank nach so einem schweren Unfall. Oh, wei. Und seitdem muss ich mal die Wahrheit sagen. Ja, das ist in manchen Ehen so. Ja, und was eure beide, nächstes Jahr. Was eure beide sportliche Ehe betrifft, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich bei der DTM Classic 2022. Von der Grafenberger Allee 100 in Düsseldorf, dem Teamsitz von 2.0 Automotive. Ich sage ganz herzlichen Dank an Prinz Leopold von Bayern und Marc Hessel für dieses wirklich sehr unterhaltsame
spannende Gespräch. Und wir sehen und wir hören uns am Lausitzring wieder auf dtmgrid.com zum Beispiel. Und bis dahin bin ich ihr und euer Carsten Grohme. Und ich bin raus. Dankeschön. Sebastian, das war jetzt ein aufregender Tag schon wieder, ne? An der Grafenberger Allee 100. Wie immer, wenn wir zwei zusammen sind, oder? Liegt aber nicht an uns, ne? Nein, weil wir sind so perfekt durchgetaktet und durchgeplant. Mhm. Bei uns klappt alles. Ja. Nein, Spaß beiseite, war wieder mal super. Hat alles funktioniert. Liegt aber auch dieses Jahr an den Protagonisten, ne? Ist eine neue Konstellation, mhm. aber ich muss sagen, sehr angenehme Menschen, die eine Menge zu erzählen haben. Ja, absolut. Marc gehört ja nun mittlerweile wirklich zum Inventar bei uns. Wir sind total happy, dass wir gemeinsam ins fünfte Jahr jetzt gehen. Wir wissen, was wir am Marc haben. Wir freuen uns, dass wir mit unserem 320 IS-Projekt weitermachen können auf der Ebene, die wir oder auf der Basis, die wir im letzten Jahr gelegt haben. Ich war direkt Feuer und Flamme, als ich kontaktiert wurde in Bezug auf das Projekt mit seiner königlichen Hoheit Prinz Leopold von Bayern. Der heutige Tag hat mich eigentlich bestätigt. Also so cool, so lustig, so mhm. freundlich, respektvoll in alle Richtungen und weltmännisch. Dieser Mehrwert für unser Team, der ist unbeschreiblich positiv zu bewerten und die Kombination aus Marc und Poldi ist einfach sensationell. Ja, so muss historischer Sport eigentlich sein. Ne? Unprätentiös und trotzdem professionell. Ne? Genau. Es gibt natürlich unterschiedliche Ansatzpunkte. Man kann natürlich mit aller Macht brutal auf Meisterschaften gehen. Man kann auf Ergebnisse gehen. Man kann mit dem Messer zwischen den Zähnen fahren. Das haben wir alles schon hinter uns. Das hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Aber unser Fokus in diesem Jahr liegt definitiv auf Spaß, auf Freude, auf professionellem, guten Sport und vor allem auf der Zufriedenheit der an den Rennplätzen beteiligten Kunden, Partnern, Sponsoren, Freunden des Teams, mit allem drum und dran. Wir wollen eine große Familie sein, wir wollen Spaß haben und ich glaube, in Verbindung mit allen, die zu diesem Team gehören, nicht zu vergessen, Familie Horn, Moritz Horn mit dem fantastischen Alpina M3 DTM. Thorsten Horn freue ich mich ganz besonders. Thorsten hat sich entschieden, in diesem Jahr auf einem E30 325i Gruppe A DTM zu fahren. Wir hoffen uns von diesem Auto in Kombination mit Thorsten sehr, sehr viel. Wir glauben, dass es genau das richtige Auto für ihn sein wird. Mhm. Und ja, wir werden drei bildschöne, top vorbereitete Autos an den Start bringen und freuen uns über jeden, der uns natürlich die Daumen drückt und auch besuchen kommt. Hinter uns steht aber noch eine vierte, jungfräulich weiße Karosse. Ja, da klopfst du schon vielsagend aufs Dach. Das erste Einsatzauto aus dem Jahr 2018 und 19, Ex-Zackspeed BMW M3 E30. Mhm. Der sieht jetzt nicht so aus, als würde der morgen früh auf ein Rennen gehen. Was ist denn damit los? Ja. Nein, morgen früh wäre sicherlich nicht fertig. Allerdings ist das Auto deutlich schneller fertiggestellt, als man das jetzt glauben würde, weil es ist alles da, es ist alles revidiert, es ist alles vorbereitet. Unsere Prämisse war, wir haben ja nun 2016 unseren lieben Christian Menzel kennengelernt beim Track Day in Spa. Und dort kam ja der Grundkontakt her. Und Martin Stranzel, mein Geschäftspartner, seit dem Jahre 2011 bis heute in glücklicher Partnerschaft, haben dieses Auto kaufen können und haben das Auto dann im Keller stehen gehabt. Und Christian hat uns ja damals besucht, hat sofort dieses Chassis erspäht und hat sofort die Zellenkonstruktion erkannt und hat gesagt, Mensch, das ist ein DTM-Auto, da müssen wir was draus machen. Ja, und so wurde aus einem Motorsport-Thema, was eigentlich für irgendwann mal geplant war, sehr schnell ein konkreter Ansatz. Christian hat seinen vollmundigen Ankündigungen Taten folgen lassen, indem er sagt, lass uns das gemeinsam bauen. Ich helfe mit, ich bin gelernter Karosseriebauer. Ja, und auf einmal stand er hier im Blaumann und hat losgelegt. Und
Ja, wir haben damals sehr, sehr viele wichtige Informationen auch vom Team Zackspeed bekommen, in der Retrospektive auch von Günter Warthofer, der uns viele Informationen zu den Autos, zu den Technikständen auch gegeben hat, auch zu diesem speziellen Chassis. Zeitzeugen wie Markus Österreich, Frank Schmickler, also alle waren sehr, sehr hilfreich und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Wir haben das Auto aufgebaut und haben marketingbasierenden Motorsport betrieben. 3 Jahre, Martin und ich, wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, 3 Jahre machen wir Motorsport mit diesem Auto. Genau das haben wir gemacht. 18, 19, 20. Mhm. Und im Jahr 21 sind wir umgestiegen auf die BTCC-Karosse. Aber die Planungen laufen jetzt tatsächlich an, um das Auto für nächstes Jahr, mhm, ja, in Absprache mit Martin, der sicherlich als Fahrzeugeigentümer immer das letzte Wort hat über Einsatzzweck und Ähnliches. Allerdings ich als Verantwortlicher für Budget, für Technik, für die gesamten Rahmenbedingungen. Es geht nur Hand in Hand. Es kann sehr, sehr, sehr gut sein, dass das Auto im nächsten Jahr dann doch wieder auftauchen wird, weil die Rufe werden laut. Es gibt immer mehr Leute, die, mhm, sicherlich die Autos, die wir an den Start bringen, toll finden. Aber die 39, übrigens, weil Martin den Großteil seiner Karriere über die Trikotnummer 39 hatte. Das ist eine Reminiszenz an ihn und an seine aktive Fußballerzeit. Mhm. Die hat sich so eingebrannt durch die Protagonisten. Ich meine, einen sehen wir immer noch hier, unser Alfred. Ob es ein Marc Hessel, ein Frank Schmickler, ein Erik van der Poel, ein Christian Menzel war, Marc Hessel sowieso. Wir haben ganz, ganz viele tolle Leute auf dem Auto gehabt. Wir haben viel Erfolg mit dem Auto gehabt. Mhm. Und ja, das Auto wird definitiv nicht in Rente gehen. Dann wären es ja schon 4 Autos, die an so einem DTM-Klassik-Wochenende zu handeln sind. Mhm. Ist das logistisch zu machen? Wenn wir mal ganz offen miteinander sprechen, werden es bald 5 sein. Denn ein originales DTM-Chassis befindet sich aktuell noch bei uns im Aufbau. Mhm. Ein absoluter Hingucker zur damaligen Zeit mit lustigen Protagonisten, die damals federführend dieses Projekt begleitet haben und auch verantwortet haben. Mhm. Ich kann nur so viel sagen, unser lieber Harald Groß und Harry Valier sind uns da sehr, sehr hilfsbereit entgegengekommen mit originalen Unterlagen, mit originalen Datasheets, mit Informationen, mit Details, mit Schriftstücken und. Mehr verraten wir noch nicht, aber es wird ein absoluter Hingucker. Das Auto gehört einem ehemaligen BMW-Werksfahrer, einem DTM-Fahrer und der wiederum mit einem weiteren DTM-Fahrer, den ich eben übrigens in meiner Aufzählung vergessen habe, Erik van der Poel, der, mhm, auch schon sehr erfolgreich für uns unterwegs war. Ja, insofern bin ich der Meinung, werden wir eine Menge zu tun haben. Wir versuchen natürlich, uns in irgendeiner Art und Weise den Aufgaben zu stellen, was in der heutigen Zeit wirklich nicht leicht ist. Gutes Personal, loyales Personal, ehrliches Personal zu finden. Mhm. Eine ganz schwierige Geschichte, mhm, aber wir sind guter Dinge. Und guter Dinge sind wir auch, dass wir bald 3 bis 4 bis 5 BMW von 2.0 Automotive erleben werden. Bei der DTM Classic, das Ganze beginnt auf dem Lausitzring schon Ende Mai. Und das gucken wir uns gemeinsam an.